Bing. Bringen uns halt nichts anderes mehr. Das Gold so, ist. So, ich habe mal neue Bücher gemacht. Soll ich jetzt zwei Level 8er Verzauberungen noch raufklatschen? Unbreaking 1 und Power 1. Unbreaking 1 und Power 1. Kannst auf den Bogen toll draufhauen. Und jetzt nur noch Glück haben. Und? Komm schon, ich krieg keine 8er Verzauberung her. 6, 5, 5, 5, 7. Na komm, sei gnädig. 8. Knockback 1. Ach komm. Ist doch alles hier Mist. Wenn du es nicht haben möchtest, gib's mir. Bing. Das kann ich ja nicht draufhauen, oder? Kostet mich 5 Level. Nee, das bringt auch nichts. Für was brauche ich Unbreaking auf dem Bogen? Ich nehme mal Knockback, wenn du nicht haben möchtest, gell? Ja, bitte, bitte. Hast du noch 5 Pfeile in der Kiste? Brauche ich nicht. So, wo kann ich jetzt am schnellsten XP farmen? Bei Minen? Kohle, Kohle, Kohle. Ich mache dir dann hier schon mal wieder einmal zu. Kohle, Kohle, Kohle. Und werde dir auch noch kurz einmal ein bisschen einen Gang graben. Könnt eigentlich schnell hier wieder Koppeldings reinhauen in den Ofen. Du hast 2 Goldäpfel, gell? Behalt sie immer bei dir. Ja, ja. Ich denke, wir haben jetzt wieder eine Chance gegen die. Ja, ja, ja. Hast du wenigstens dein Schärfe 2 Schwert jetzt? Ja, ja, ja. Okay, gut. Ja, wir haben eine Chance. Eine Chance. Ich sag nicht, dass wir gewinnen. Weißt du, ich würde jetzt trotzdem gerne noch einmal versuchen, Level 8 zu kommen und vielleicht doch irgendwie Fire-Aspekt oder sowas zu bekommen. Das wäre sowas von nice. Du hättest dann mit Level 9 oder Level 10 verzaubern können. Das würde mehr Effekte bringen, aber dafür brauchen wir ein Bücherregal. Ja, dann mach doch eins. Wir haben doch genug Bücher. Nein, ich klaue mir jetzt Bücherregale. Ach so, stimmt. Wir haben ja hier genügend. Aber was habe ich eigentlich Bücher gecraftet? Wir haben hier einen endlosen Vorrat. Ja, aber ich habe keinen Silk Touch. Ja, aber man könnte sie ja neu craften, ne? Die Bücher kriegst du ja raus, ne? Ja, ja. Holz haben wir noch, es geht mir darum, weißt du, ich habe gerade 9 Bücher gemacht. Normalerweise bräuchte ich die ja bloß abbauen und bekomme 3 Bücher raus. Gehen wir halt, wie gesagt, wieder in die Netherfestung. Da sind Monster und da brauche ich XP raus und bekomme ich halt alles. Ja, und in der Zeit kann keinen Schaden mehr, gell? Kann ich noch ein bisschen hier vielleicht auf die Diasuche gehen, ne? Vielleicht haben wir Glück, dass wir vielleicht auch eine Ersatzrüstung finden, ne? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin schon Level 3. Ich töte mal mehr Mobs. So eine Höhle ist doch ziemlich klasse. Ja. Ich hab grad 5 Creeper getötet. Ach ja, diese Ruhe im Chat, ne? Ja. Wundert mich nur, dass sie nach keiner Wolle mehr suchen. Weiß ja nicht, vielleicht sind hier Ex und Julia so ein bisschen am Kaffee trinken oder so, ne? Ja, ich meine, deren Aufnahmen müssen ja am langweiligsten gerade sein, oder? Die suchen ja nur noch. Die haben ja alles schon. Das stimmt. Ach Moment, da war der Gang genau. Dann einmal in die andere Richtung. Mach mal, solange ich noch Lust habe zu leveln, gell? Solange du Level 8 bist, level ich dann. Mal sehen. Jupp, einmal möchte ich es noch probieren. Ja, vielleicht bekomme ich ja noch ein paar zig Level raus. Ja, wie gesagt, eigentlich müssten wir wirklich mal eine 10er Verzauberung machen. Da hast du mehr Chancen bei, kannst du nicht verlieren. Ach, da ist die Schlucht, wo du gesagt hast, okay. Dann müssten wir halt nur aus dem Holz, was wir noch haben, ein Buch machen oder so, ne? Ja. Ein Bücherregal machen.
sind echt zu viele Mobs aktiviert auf diesem Server. Ach, warum, ist doch gut. Naja, wenn ich mir das gerade so ansehe, ich habe hier 4 Mobs auf einmal gehabt. Die, by the way, diese Festung, gell? Ja. Die ist ziemlich groß. Da ist sogar eine Schlucht in dieser Festung drin. Okay. Es ist echt schade, dass wir da kein Buch nicht mehr rausgezogen haben aus dem Ding. Ja, vielleicht finde ich jetzt noch was. Die Festung geht halt weiter. Ach so, hast du noch was gefunden, wo es weitergeht? Ja. Nicht schlecht. Dalukart left the game. Vielleicht kommt er gleich wieder. Oder vielleicht mit Sicherheit. Hat er keine Lust mehr und gibt auf. Oh, schade. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Festung gefunden hatte, und zwar im normalen Minecraft. Oh, ich habe es so gemocht gehabt, sie überall irgendwie zu durchsuchen. Da gab es aber noch nicht, die waren halt noch nicht so groß, die waren halt. Ja, aber von den Nether-Festungen, die werden wir uns mal schön vorenthalten, ne? Weil nicht, dass sie doch schon irgendwer mal durch Zufall gefunden hat und dann weiß ungefähr, wo die ist, ne? Ja. Und uns dann besuchen kommt, da hätte ich nämlich gar keine Lust nicht drauf. Wie meinst du Nether-Festung? Nee, hier die Festung, ne, wo wir gerade sind. Ja, wenn da schon irgendjemand ungefähr weiß, wo die ist, oder nur mal kurz reingeguckt hat, okay, es waren wenig Fackeln da. Durchleuchte sie nicht komplett. Die meisten Fackeln sind ja automatisch platziert worden. Ja. Die Küsten werden halt nur ausreichend leer bleiben. Ich habe 2 Enderperlen gefunden. Nichts Besonderes. Naja, aber Enderperlen, ne? Auch was Schönes. Groß, diese Festung. Stell dir mal vor, ne? Wir würden jetzt, das wär's, ne? Wir würden jetzt quasi hier ins End gehen und den Drachen töten. Ich hab einen Namen gesehen. Das warst du vermutlich. Bist du noch unter... Ah! Gott! Gott, Creeper! Und ein Zombie! Ja, ich sneak im Moment nicht, aber das könnte ich eigentlich gerade wieder machen. Ich hab einen Namen ganz weit entfernt gesehen. Bist vermutlich du. Vermute mal. Hier geht's weiter runter, ich geh einfach weiter runter. Aua. Leck. Ja, und 7 Monster. Um die circa 7 Monster. Nicht schlecht. Die Spawnrate ist zu hoch. Kann nicht sein. So ist keine Spawnrate der Welt. Naja, aber man kann gut farmen, ne? Eigentlich müsste ich ja auch nur zu dir gehen und Level farmen, ne? Würde wahrscheinlich schneller gehen, aber... Ich bin Level 13. Ja, nur wie gesagt, ich hätte halt gern noch wohl eine komplette Ersatz-Dia-Rüstung zu farmen. Ich glaube, das packe ich nicht mehr. Du kannst machen, was du möchtest. Ich würde vorschlagen, in dem nächsten Part mit 120 Minuten würden wir dann rausgehen oder so. 120, 125 würde ich vorschlagen, gehen wir dann. Jupp, suchen wir mal auch wieder ein bisschen Wolle. Und zwar genau da, wo sie halt hochgegraben haben. Einmal platzierte Wolle kann ja nicht wieder abgebaut werden, oder? Nein. Nur von einem anderen Spieler. Eigene nicht. Deshalb müssten wir vielleicht zufällig da Wolle finden. Und währenddessen farme ich mal ein paar Level und mache uns mal auf Bücher mal ein paar gute Verzauberungen drauf. Ah, okay, ich sehe deinen Namen. So, dann kommen wir raus. Ich gehe mal auch in die Festung da rein. Naja, ein paar Fackeln sind platziert, da weißt du vielleicht, wo ich hier hin bin. So, pass mal auf, das heißt, das ich Blöde muss ist halt, ich hier muss rein. Ja ein paar Fackeln platzieren, sonst ist die Aufnahme zu dunkel. Ja, ist klar, ne? Das ist echt doof. Aber ich habe die F3-Koordinaten gerade die ganze Zeit draußen, weil ich immer schaue, auf welcher Ebene ich bin. Na, oh, jetzt hat mich eine Hexe... Die sind zu stark, die Hexen. Ernsthaft. Ja, ich habe auch eine gefunden. Die sind zu stark. Und sie hat mich vergiftet. Pass auf, nicht, dass du stirbst. Ist zwar... Nee, 2 Herzen bisher Schaden bekommen. Die hat mich einmal abgeschmissen, einmal mit Gift. Ups. Ich baue mich mal kurz zu. Ich habe nämlich nur noch ein halbes Herz. Oh Gott, das ist zu OP. Habt ihr auf Hardcore gestellt? Nö, eben nicht. Wie gesagt, halbes Herz nur noch und
Wie viele Sekunden war ich vergiftet? Das kann's nicht geben. Na, no, ich hatte jetzt auch nur noch 2 Herzen zum Schluss. Weißt du, was mir gerade einfällt? Achso, ich habe einen Potion of Healing bekommen von ihr. Mit Instant Healing. Nee, mir fällt gerade ein hier, dass wir uns ja mit den ganzen Spinnenweben hier, ne? Dass ich meinen Bogen noch aufwerten könnte. Meinst du verbessern, also... Ja, ein Power 3 oder ein Power 4 Bogen. Wie meinst du das? Ja, ich habe doch hier die ganzen Spinnenweben in der Festung, ne? Ja. Das heißt hier, die ganzen Spinnenweben mitnehmen, Bögen machen, Baby-Zombie, schön. Und dann quasi, dass ich mir noch schöne Verzauberungen auf dem Bogen mache. Du hast doch einen Bogen, oder? Ja, ja, aber der ist nur Power 2. Ich hätte gerne einen Power 4 Bogen. Du meinst mehrere Bögen zusammenlegen, oder wie? Genau. Achso, das meinst du. Ich habe erstmal nicht gecheckt, was du meinst. Mit Spinnenweben kann man nämlich keine Verzauberungen machen. Nee, ja. Wer weiß, was du meinst. Oder sie ist eine richtig geile XP-Farm, wenn ich das mal so sehe. Okay. Jetzt brauche ich nicht mehr Minen gehen. Es hat kurz geleckt, eine Fackel von mir ist verschwunden. Ach, da ist der Rahmen. Das habe ich ihn auch gefunden. Ne? Wow. Redstone abbauen. Ich bin Level 15, gell? Na, ich bin jetzt auch schon wieder Level 8. Wie gesagt, geht halt ziemlich schnell in der Festung. Ja, deswegen, ich werde auch jetzt nicht mehr minen. Ja, einfach durchlaufen, vielleicht findest du aus Zufall halt noch Diamanten. Und aufpasst, dass du die Tierrüstung nicht zu sehr beschädigst. Ja, die Brust ist schon ein bisschen, aber... Die muss ein bisschen was abkönnen. Aber das war, glaube ich, auch gerade von der Hexe, die mich hier ein bisschen gequält hat. Wie gesagt, Giftzauber, wenn wir irgendeinen Gifttrank bekommen würden, das würde uns sofort in den sofortigen Sieg zusprechen. Ja, deshalb haben wir auch schon mal überlegt, ob wir nicht hier den Nether zulassen für das Tränke. Das wird zu groß. Aber das wird sich irgendwo, ne... Weiß nicht, ob das so gut wäre. Also ich habe mich immer dagegen entschieden. Ich meine, es würde dann auch Menschen geben, die sich dann eine komplette Nether-Festung bauen würde und dann würden es halt, wie willst du halt den Nether begrenzen? Du musst ja auch irgendwann... Komm her, Creeper. Ja, komm doch jetzt her, ey. Willst du mich jetzt verarschen? Wir haben eine Burg. Wir hören nicht auf. Wie meinen die, die haben eine Burg? Ja, die haben sich jetzt wahrscheinlich eine Burg gebaut. Oder sie meinen die Nether, die Enderfestung. Nö, die haben sich überirdisch eine Burg gebaut, 100 Pro. Wo sie runterschießen können. Ah, du bist unter mir. Weiß, das sind halt die meisten Mobs, die ich gerade sehe. Wieso kann ich denn hier... Ist hier irgendwo ein Schalter, den ich abbauen kann? Hier. Obwohl, ich könnte eigentlich gleich hier durchgehen. Hallo? Ja, ach, wieso, ja. Wieso umständlich? Ich grab mich hier einfach durch. Fertig. So, wo okay, geht's eigentlich? Ich hab hier gerade ein paar Zombies. 5, 6. Haben mir etwas gebracht. Wo geht's hier hin? Ist das jetzt? Waren wir hier schon oben? Ja, waren wir. Jetzt immer höher, ich bin gleich bei dir. Oh, diese Creeper und ich häng fest. Ja, komm her, Creeper. Wo bist du jetzt? So, Level 10. Ja, wie gesagt, die haben es aufgegeben. Die werden jetzt nicht mehr in deren alte Base zurückkehren, gell? Weiß ich hier, wahrscheinlich nicht, aber was ich jetzt gut finde, ist, dass ich hier die ganze Pfeile farmen kann, ne, an den Skeletten. Ja, ich habe jetzt auch wieder 18 Pfeile. Was krass ist, ich habe von der Hexe so ein Instant Healing bekommen. Ist auch nice. Den trinke ich so, und dann habe ich sofort... Wo geht eigentlich die Leiter hier hin? Bau mal bitte ein paar Bücher ab, habe ich immer noch nicht getan. Seht ihr hier gerade.